JMH-Architekten kommt eigentlich aus dem Bereich der Kunst ursprünglich. Fragen, die sich in Bereichen der Raumproduktion, Kommunikation, aber auch neuen Technologien abspielen, wurden auf verschiedene Weisen erstmal künstlerisch in Installationen untersucht und hat sich dann in die Architektur entwickelt. Das Potenzial, was Architektur und Stadtraum hat, ist eigentlich die Frage von Zukunft oder der Blick in die Zukunft. Architektur ist immer mit Hoffnung und Sehnsucht verbunden, in Verbesserung oder Unterstützung von etwas. Und das ist eigentlich eine Art von Neugier, die uns in der Architektur führt, aber die mich auch interessiert an dem, was kollektiv an Neugier in unseren Gesellschaften vorhanden ist und dementsprechend auch unsere Architekturproduktion führt, entwickelt, vorantreibt.